Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Wieso hat die Polizei den Stick nicht gefunden? Sind Sie wahnsinnig geworden? Ich arbeite ab jetzt nur mit sauberen Mitteln. Was haben Sie jetzt vor? Risikominimierung. Alice muss weg. Scheiße, Mann, ich brauch das Geld! Na endlich, kann ich jetzt bitte mal was bestellen? Rockus Fitnessbombe. Calcium, Magnesium, 3 Superfoods, Vitamine A bis Z. Ist eine Eigenkreation. Ich bin jetzt Personal Trainer. Okay, und wo trainierst denn du die Leute? Hier, wo sonst? Damit kommst du nicht durch. Also für mich ist die Sache eigentlich eindeutig. Der verrückte, eifersüchtige Alkoholiker tritt durch und schlägt um sich. Du Wichser! Ja? Daniel, Daniel, stopp! Hör auf! Was? So war das gar nicht. Das... Daniel, geh jetzt. Melissa. Geh jetzt besser. Ach, wo bist du? Brauchst du einen Arzt? Nee, also... Was ist denn passiert? Ist einfach durchgedreht und auf mich losgegangen. Warum? Muss ich dir das wirklich erklären, Melissa? Meinetwegen? Melissa ist immer noch da und du tust nichts. Wer konnte vorhersehen, dass Alice den Schwanz einzieht? Ah. Wenigstens wissen wir jetzt, dass er nicht so loyal ist, wie wir gedacht haben. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Was jetzt? Deshalb steht er von nun an unter Beobachtung. Unter Beobachtung? Ja. Kessler wird das übernehmen. Kessler? Oh, super. Sie wandert in den Knast, wenn der Deal auffliegt. Deswegen hat sie ein vitales Interesse daran, dass Alice spurt. Ja, Alice wird spuren. Ich kann dir auch sagen, wo. In Kesslers Bett. Alice ist ihr Liebhaber. Was, wenn er den Spieß umdreht und am Ende du unter Beobachtung stehst? Hm? Machst einen Fehler und er rennt zu Melissa? Was dann? Hast du einen besseren Plan? Nee, muss ich auch nicht. Du bist der Vorstandsvorsitzende. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die Schuhe von Axel sind dir eine Nummer zu groß. Jetzt reiß dich zusammen, ja? Ach, sonst was. Willst du mir drohen? Dein Gemäcker bringt uns auf jeden Fall keinen Schritt weiter. Lassen Sie mich bitte da vorne am Kudamm raus. Wo gehst du jetzt wieder hin? Shoppen. Heute kommt mein neuer Fitnesstrainer. Diesmal hoffentlich einer, der seine Finger bei sich behalten kann. Nur um eins klarzustellen. Seit ich mich für dich prostituieren sollte, geht es dich einen Scheißdreck an, was ich mit meinem Körper mache und mit wem. Warum bist du eigentlich so aggressiv? Können wir uns nicht einmal normal unterhalten? Nee, können wir nicht. Sieh zu, dass du Alici auf die Spur bringst. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin so gut wie weg. Was ist bloß los mit dir? Mit mir? Gar nichts. Nichts? Du hast Boris angegriffen. Ist das seine Version, ja? Ja, klar, es ist seine Version. Ich habe eine andere. Willst du sie hören? Ich will wissen, warum. Warum tust du sowas? Was war los? Komm schon, rede mit mir. Mann, er hat mir eine reingehauen, okay? Und dann hat er sich den Kopf im Spiegel eingeschlagen, damit es so aussieht, als hätte ich ihn angegriffen. Warum sollte er sowas tun? Weil das ein Psychopath ist. Ich weiß nicht, was er von dir will. Aber mit Liebe hat das nichts zu tun. Du bist eifersüchtig. Es geht wirklich um mich. Das darf nicht wahr sein. So einfach ist es für dich, ja? Ich bin der eifersüchtige Teenager, der aus dem gebrochenen Herzen aus Amok läuft, oder was? Nein, aber du bist manchmal unberechenbar und das wissen wir beide. Ach, weißt du was? Ich... Vergiss es. Ich will, dass Sie meinen Club verlassen. Ja. Na komm, raus. Ja. Raus. Pass auf dich auf. Es tut mir so leid, wirklich. Ich hätte mir denken können, dass er so reagiert, wenn er uns zusammen sieht. Ist alles gut. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere, wenn ich dich verliere. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Sie müssen ihn im Auge behalten, in ihrem eigenen Interesse. Sie haben die Insider-Infos geliefert. Und Sie gehen in den Knast, wenn Alice uns auffliegen lässt.
Wenn er wieder aus der Reihe tanzt, will ich das wissen, und zwar als Erster. Ganz verstanden. Sorry, hat etwas länger gedauert. Kein Problem. Olaf ist übrigens immer noch wütend auf dich. Soll er doch. Tarek, bitte. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Sonst was? Keine Ahnung, aber du weißt genau, wie angespannt die Lage ist. Und Olafs Nerven liegen blank. Und jetzt die gute Nachricht. Uns wurden 2 Theaterkarten geschenkt. Für heute Abend. Uns? Naja, mir. Aber da ich 2 Karten habe, dachte ich, du kannst mitkommen. Ich weiß nicht. Ein bisschen Ablenkung wird uns gut tun. Außerdem brauche ich Entspannung und du auch. Hey, ich werde nicht zulassen, dass uns der Job auffrisst. Ich fühle dich ein paar Stunden nur für mich allein. Ist das zu viel verlangt? Nein. Ich freue mich. Und die Hüfte hoch und anspannen. Genau. Halten? Sehr gut. Und das ist jetzt dein neuer Job? Das ist meine Berufung. Was ist jetzt mit dem Limousinenservice? Ja, der auch. Locker lassen. Pass auf. Autos und Muckis. Ja? Das befruchtet sich gegenseitig. Okay. Nächste Übung. Und schön in die Dehnung rein. Genau. Und ich dachte, da braucht man einen Trainerschein für. Ach, so ein Quatsch, da fragt doch keine Sau nach. Und andere Seite. Okay. Und was ist, wenn doch mal einer fragt? Dann besorge ich mir eben so ein Diplom vom Polenmarkt. Okay? Super. Ich glaube, ich gehe langsam. Ja, ich brauche auch eine Pause. Das war ja doch ziemlich anstrengend. Ja, und vor allen Dingen gesund. Ich trinke noch nicht mehr Alkohol. Also wenn ich so weitermache, dann gucke ich dich nur an und du bekommst Drillinge. So? Dann guck mal. Mir wird es gerade ein bisschen zu heiß. Ich muss los und die alte Brock will auch noch auf ihre Kosten kommen. Also, bis später, Angel. Hartmann vom Kreuzberger Bauamt erwartet Sie in einer Stunde in Beluga. Der Planungsantrag, das ist Tareks Projekt. Und, wo ist das Problem? Ich müsste mich erst einlesen. Ja, dann machen Sie das, anstatt herumzulamentieren. Die Materie ist viel zu komplex. Allein für das Bodengutachten braucht man einen Tag. Habe ich Sie um Ihre Meinung gebeten? Was ist mit dem Schwedenprojekt? Warum liegen die Unterlagen noch nicht auf meinem Tisch? Ich stelle sie Ihnen zusammen. Sie haben eine Stunde. Ich werde mich im Taxi einlesen. Wir sehen uns dann im Theater. Sicher, dass du mich so lange unbeaufsichtigt lassen kannst? Ich hatte nie vor, dich zu bespitzeln, auch wenn Olaf das so will. Ach ja? Sagen wir, ich würde jetzt Kontakt mit Melissa aufnehmen. Würdest du Olaf warnen? Ja, würde ich. Aber nicht, um dir zu schaden, sondern um dich zu schützen vor dir selbst. Lass uns das Beste daraus machen. Wir kommen nur gemeinsam unbeschadet aus der Sache raus. Wir? Das heißt dann in dem Fall wohl Olaf und du. Tarek, bitte. Ich muss die Unterlagen zusammenstellen. Tagchen. Hallo, guten Tag. Alles voller Marmor. Nur das Beste. Palisandro. Wer? Die Bodenfliesen. Palisandro. Das ist ein Schweizer Kunstwerk. Das hier soll Kunst sein? Als was würden Sie es bezeichnen? Abzocke. Die Schweizer hier, so ein richtiges Kuhvolk. Sie sind ja süß. Das Bild, so wie es hier hängt, ist sicher 100.000 Euro wert. 100 Mille? Mhm. Die haben sich ja ordentlich übers Ohr hauen lassen. Wir haben damals 30.000 dafür gezahlt. Ich mache Ihnen 2 davon für 20 hier, okay, zucki. Ja, bisschen Tüll einkaufen, an die weiße Wand klatschen, bupp, fertig. Bevor Sie sich jetzt ganz der Kunst hingeben, wäre da noch dieser Körper, der geformt werden müsste. Okay, zucki.
Ja, klar, natürlich. Dafür bin ich da. Hm? Ran an den Speck, hä? Let's go! Are replacing all the shining stars. I believe I see smoke signals that no one else can see. Ja, ich verstehe Sie, aber Sie müssen natürlich auch unseren Standpunkt verstehen. Sollte die Finanzverwaltung unsere Abschreibung nicht billigen, stellt sich für uns die Standortfrage. Von wo aus wir agieren, von Berlin mit seinen hohen bürokratischen Hürden oder... einen Moment bitte. Was ist das? Meine Kündigung. Ich muss Sie gleich nochmal zurückrufen, danke. Was haben Sie vor? Keine Sorge. Ich werde Ihnen mit dem, was ich weiß, nicht in den Rücken fallen. Es wird mir schwer, das zu glauben. Ihre Versprechen waren bisher nicht besonders viel wert und Sie verfügen über brisante Insider-Informationen. Tja, dann bleibt Ihnen jetzt nichts weiter übrig, als mir zu vertrauen. Wohin soll es gehen? Keine Sorge, nicht zur Konkurrenz. Eine Leasingfirma für Baumaschinen in Frankfurt am Main. Weit weg von Berlin. Das kann Ihnen doch nur recht sein. Herr Litsche, ich habe nichts gegen Sie. Ganz im Gegenteil. Ich schätze Sie und Ihre Arbeit. Sonst hätte ich Sie nicht in mein Team geholt. Sie brauchen nur jemanden, der die Drecksarbeit für Sie erledigt. Moral, Herr Litsche, bringt Sie vielleicht dem Himmel ein Stück näher, aber nicht in den Chefsessel eines Global Players. Axel Brock hat es auch anders geschafft. Bevor Sie meinem Bruder heilig sprechen, sollten Sie darüber nachdenken, dass auch Axel seine Geheimnisse hatte. Nur hatte er das Glück, dass er sie mit ins Grab nehmen konnte. Sie haben es nicht verdient, auf seinem Stuhl zu sitzen. Sonst noch was? Mein restliches Gehalt können Sie mir zusammen mit meinem Bonus überweisen. Die sind ja putzig hier. Haut Ihr Mann damit sonntags immer die Schnitzel platt, oder? Ich hab schon verstanden, sorry. Ich halte die Klappe. Sind Sie soweit? Wenn Sie es sind. Alles okay? Ja, ja, absolut. Gut. Womit fangen wir an? Schön in die Streckung. Und nach oben ziehen. Drei und hoch. Den Bauch nach hinten. Schultern nach hinten. Sehr gut, in die Dehnung. Und runter locker lassen. Dehnen, genau. Und konnten Sie Hartmann von der Brock AG überzeugen? Das war zum Glück kein Problem. Gut, wenigstens das läuft wie geschmiert. Haben Sie... Habe ich was? Habe ich Hartmann geschmiert, damit der öffentliche Auftrag an die Brocker gefällt? So abwegig wäre das nicht, oder? Alici hat das Projekt betreut. Beantwortet das Ihre Frage? Tarek hält sich an die Regeln. Und wieso hat? Hartmann mag sie. Sie sagten gerade, Tarek hat. Also was ist mit Tarek?
Herr Litschi wird auf seinen eigenen Wunsch hin die Brock AG verlassen. Er hat gekündigt. Der Wind in der Chefetage war wohl doch zu rau für ihn. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass das in Frankfurt anders sein wird, aber... In Frankfurt? Frau Kessler, ich verstehe Sie. Sie mochten ihn, er hat Sie im Stich gelassen. Aber sehen Sie es positiv. Ihr Stück vom Kuchen wird dadurch größer. Hoffen wir nur, dass Alici nicht doch irgendetwas plant. Könnte uns beiden sehr gefährlich werden. Danke, dass du mich noch hergebracht hast. Ach, ist doch klar. Möchtest du noch was trinken? Ja, ja, warum nicht? Guten Tag, die Herrschaften. Darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Mhm. Danke. Ist Jascha nicht da? Er ist mit Ines in London. Dann scheint er wirklich einen Narren an seiner neuen Schwester gefressen zu haben. Ja, wenigstens zwei, die sich nicht die Augen aus Kratz ziehen. Whisky? Mhm. Wie geht's deiner Stimme? Passt schon. Ich will irgendwie nicht wahrhaben, dass diese brutale Seite an dir steckt. Ein Verliebtes ist zu einigem fähig. Ich habe ihm noch einen Therapeuten vermittelt. Das ist wirklich beeindruckend, was du so alles für ihn tust. Gut, er gehört zur Familie. Hm. Und danke, dass du ihn nicht angezeigt hast. Na, ist ja nichts passiert. Außerdem hat die Polizei genug zu tun. Was ist eigentlich mit der Durchsuchung hier? Hat sich das inzwischen geklärt? Also die Staatsanwaltschaft behauptet nach wie vor, sehr konkrete Hinweise erhalten zu haben. Und die Quelle will sie nicht preisgeben? Aber ich habe eine Vermutung. Es gibt nur eine Person, die ein Motiv hat, mir etwas anzuhängen. Das ist Olaf. Hm. Du weißt, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Danke. Okay. Wichtig ist, dass Sie nicht ins Hohlkreuz gehen. Aha. Jetzt laufen Sie die nächsten Wochen rum wie ein Fragezeichen, ne? Und schön in die Dehnung rein. Ja, das ist der Sound, den ich hören will. Sehr schön. Ein noch? Jawohl. Das reicht. Sie machen das wirklich gut. Danke. Sie auch. Ich hoffe für Sie, das gehört zur Übung. Ja, natürlich. Das ist ja nicht umsonst Bauchbeine Po. Okay, jetzt noch mal richtig schön nach vorne dehnen, okay? Jetzt zieht's, hä? Keine Ahnung. Neue Runde. Okay. Huh. Hey, du hast Boris Janssen echt verprügelt? Im Club. Auf seiner Toilette. Ach, Mann, ey. Jetzt kommst du auch noch mit der Story. Wo kommt die her? Ja, das ist so ein Gerücht, was gerade die Runde macht. Mhm. Und? Was sonst? Da ist was dran. Nein. Daniel, du bist mein Halbbruder. Und ich mag dich. Gut. Und ich stehe auf deiner Seite. Ein Glück. Ich will mich hier nicht einmischen, aber was machst du da? Ich versuche, irgendwas über den Typen rauszufinden. Seine Herkunft, was er für Geschäfte macht, ob er Leichen im Keller hat. Und was ist, wenn du was herausfindest? Stellst du deine Akte zusammen und zeigst sie Melissa und sie verlässt ihn und du kommst mit ihr zusammen? Ach Mann, du mich auch. Erstmal muss ich irgendwas finden. Ist das so schwer? Ehrlich gesagt, ja. Ich finde nichts vor 2010. Keine Nachbarn, keine Frau, keine Freundin. Kein Social Media. Ich weiß nicht mal, wann der Typ geboren ist. Das ist, als hätte der vor 2010 nicht existiert. Ich dachte, das Internet vergisst nicht. Tut's eigentlich auch nicht. Und warum findest du da nichts über ihn? Der Typ muss einen Cleaner engagiert haben. Die Typen radieren nicht aus. Kostet nur viel. Was gibt's echt? Ja, öfter als du denkst. Aber wenn Boris Janssen so einen Cleaner hatte, wie willst du dann was über ihn herausfinden? Ich muss besser sein. Ah, da bist du ja schon. Weißt du eigentlich, wie lächerlich das ist mit deinem Fitnesstrainer? Wenn du vor dem Affen auf und ab hüpfst, um ihn aufzugeilen.
Nicht, dass ich darüber nachgedacht hätte. Aber wenn ich mit meinem Trainer schlafen will, dann schlafe ich mit meinem Trainer. Und du kannst nichts, aber auch gar nichts dagegen tun. Halt die Fresse. Und du sagst mir nicht, wann ich die Fresse halten soll. Mach einmal, was ich dir sage! Wow, sexy! Das macht mich richtig scharf, wenn du so dominant bist. Na, was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Hm? Wär's mit einem neuen Drink? Kommt sofort. Du hast es wieder einmal geschafft. Wenn du mir jetzt noch verrätst, was? Mich zu überraschen. Womit? Mit deiner Entscheidung. Jetzt mal ganz ehrlich, du bist seit Jahren hier bei der Brock AG und du wirfst gerade alles hin, um für deine Ideale einzustehen. Respekt. Das ist nur logisch nach allem, was passiert ist. Logisch, ja, und trotzdem falsch. Was ist daran falsch? Ich will nicht, dass du gehst. Ich habe mich nämlich in dich verliebt, Tarek Alici, und ich verliebe mich nicht so schnell. Und ich will nicht verlassen werden, bevor das Ganze überhaupt erst angefangen hat. Ich habe Beziehungen, ich kann dich irgendwo unterbringen. Und wenn es nicht Berlin ist, dann Potsdam oder Leipzig. Hey, Frankfurt ist nicht New York. Und mit dem Flugzeug bin ich in weniger als einer Stunde bei dir. Okay? Nee, nicht okay. Und was sollte ich deiner Meinung nach jetzt tun? Es wäre ein guter Zeitpunkt, mich zu küssen. Na bitte, geht doch. Mama. Entschuldige, ich habe das Eis vergessen. Bea, du gehst jetzt nicht. Du fasst mich nie wieder an. Du bist so ein widerliches Arschloch. Du kotzt mich an! Du schlägst mich nie wieder. Nie wieder. Olaf? Steh auf, Mann. Hör auf mit dem Scheiß! Steh auf!